Mein Name ist Shalia Stevens-Bürsig und ich möchte Ihnen heute in zwei einfachen Schritten zeigen, wie Sie unbekannte Website-Besucher in Ihnen bekannten Interessenten umwandeln, und zwar durch Ihr unwiderstehliches, kostenfreies Angebot. In dem heutigen Video-Blog-Beitrag werden Sie erfahren, was ein unwiderstehliches, kostenfreies Angebot, das sogenannte UKA, ist und warum Sie eins auf Ihrer Website brauchen. Sie werden auch erfahren, warum das Angebot unwiderstehlich sein muss. Und ich werde Ihnen aufklären, warum viele sich so schwer tun mit ihrem Angebot, mit der Stellung vor allem, und was Sie anders machen können, damit es für Sie leicht von der Hand geht. Klingt das für Sie interessant? Dann hören Sie weiter. So, ein UKA ist eine wertvolle Ressource mit einem hohen Mehrwert und einer hohen Attraktivität für Ihre anvisierte Zielgruppe, die Sie auf Ihrer Webseite zur Verfügung stellen. Sie tun das deswegen auf Ihrer Webseite bitte unbedingt, weil Sie sonst all diejenigen Besucher auf die Website, die kommen, wieder gehen lassen, ohne dass sie identifiziert sind, wer von all denen Interesse hatte, und für diejenigen, die Interesse hatten, wer das für eine Person ist. Wie heißen sie? Was ist ihre E-Mail-Adresse? Sie möchten unbedingt diese anonymen Besucher in Interessenten umwandeln, denn sobald sie ihren Namen und E-Mail-Adresse haben, können sie in Kontakt mit ihnen bleiben und eine wertvolle Beziehung aufbauen, zum Beispiel mit ihren E-Mail-Newsletter und anderen Arten von Kommunikation. Sie bleiben somit top of mind, das ist sehr wichtig. Warum muss ihr Angebot unwiderstehlich sein? Nun ja, weil halbwegs interessant einfach nicht reicht. In der heutigen Zeit ist es klar, sehr viele Personen auf dem Markt oder auch Firmen bieten ja solche Angebote an. Und ihre Besucher wissen natürlich ganz genau, wenn sie ihre E-Mail-Adresse und Namen eingeben, dass sie im Folge wahrscheinlich E-Mails von ihnen bekommen. Und sie haben noch nicht erfahren momentan, was sie für ein Anbieter sind, ob sie vertrauenswürdig sind und mit ihren Daten gut umgehen. Sie wissen auch noch nicht vielleicht, was die Qualität von ihren Aussendungen sind. Und sie haben daher natürlich innerlich ein paar Widerstände und Vorsichtigkeit, sich hier anzumelden bei ihnen. Das ist klar. Indem Sie Ihr Angebot sehr unwiderstehlich machen für Ihre Zielgruppe, können Sie Ihre eigene innere Vorsichtigkeit überwinden und an die Informationen kommen, die Sie benötigen. Das ist wichtig. So, warum machen Sie sich jetzt vieles so schwer und Sie haben schon lange vorgehabt, ein UKA zu erstellen, aber haben es noch nicht gemacht? Das erste Problem, das ich immer wieder höre, ist es ein Zeitproblem, und die Menschen haben die Vorstellung, ich muss ein aufwendiges Audio-Training oder ein sehr langes E-Buch erstmal erstellen. Und das braucht nun mal Zeit. Und für diejenigen, die nicht so gerne schreiben, ist es nicht nur Zeit, sondern ein Horrorszenario, weil das nicht ihr Medium ist, vom Ausdrücken her. Also sie müssen das nicht machen, es gibt einen anderen Weg. Eine weitere Vorstellung, die viele haben, ist, dass sie ein solches Meisterstück erstellen müssen, das so originell ist, dass es seinesgleichen auf der Welt sucht. Das ist auch nicht der Fall, und diese Idee verhindert sehr viele dran, da weiterzumachen. Die kommen in dieser Analyseparalyse und Perfektionismus und staunen, sie machen nicht weiter. Ich möchte nicht, dass das Ihnen passiert, und daher kommen jetzt meine zwei Schritte, wie Sie das überwinden können. Zum Ersten reden wir über die Unwiderstehlichkeit. Wie finden Sie heraus, was exakt das ist, was Ihr Angebot unwiderstehlich macht? Sie machen das, indem Sie sich ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel, was sind die drei größten Fragen, die ich gestellt bekomme, wenn ich über meine Expertise rede? Oder was sind die 3 bis 5 größten Herausforderungen von meiner Zielgruppe? Kann ich darüber reden in meinem unwiderstehlichen, kostenfreien Angebot? Oder zum Beispiel die Frage, welche eine kleine Sache, wenn meine Zielgruppe es wüsste, hätte eine riesige Wirkung auf ihr Leben oder ihr Geschäft? Das sind 3 Fragen. Es gibt weitere Fragen in dem begleitenden Online-Artikel zu diesem Video. Okay? Sobald Sie das wissen, dann kommt das in Ihrem Titel. Der Titel ist von einem UKA extrem wichtig. Es macht bis zu 90% des Erfolgs aus, weil es muss einem ergreifen. Ja, diese Unwiderstehlichkeit muss in dem Titel zum Ausdruck gebracht werden. Und wenn Sie das haben, geht es jetzt darum, ein Format zu wählen.
Viele machen sich es schwer hier und deswegen, hier ist mein Tipp, wie Sie sich es leicht machen. Wählen Sie das einfache Format für den Beginn jedenfalls des Einseiters. Eine Einseiter ist eine einzige DIN A4 Seite, die Sie in Form eines PDFs speichern und zur Verfügung stellen auf Ihrer Webseite über diese Anmeldung, die wir besprochen haben. Was könnte aber auf dieser Einseiter sein? Es könnte zum Beispiel eine sehr wertvolle Checkliste sein, eine einzige Coaching-Übung, ein Spickzettel zu Ihrem Know-how-Bereich. Es könnte aber auch eine Infografik oder eine Schablone sein. Überlegen Sie sich, was könnten Sie auf einem Einseiter zum Ausdruck bringen, was einen sehr hohen Stellenwert und Mehrwert bieten würde für Ihre Zielgruppe. Bringen Sie dann Ihr UKA innerhalb der nächsten 7 Tage online, also machen Sie es zügig und schnell und zögern Sie nicht, das ist Ihre Marketing-Hausaufgabe für diese Woche. Wenn Sie mein UKA sehen möchten, gehen Sie auf shellystevens.com. Dort gibt es sogar 2 zur Verfügung, meine Top 10 Ressourcen und Tools auf der ersten Seite. Und auf der Seite Virtueller Coach finden Sie mein Spickzettel für einen 7 Schritten neue Kunden online gewinnen. Und wenn Sie dieses Video mögen, dann werden Sie das auch mögen, weiter über solche Videos auf dem Laufenden gehalten zu werden und weitere Strategien und Tipps zu diesem Thema, Expertise online bringen und mehr Menschen erreichen. Und das kriegen Sie automatisch als Dankeschön dazu, wenn Sie mein UKA herunterladen. Also ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und viel Erfolg bei der Erstellung von Ihrem eigenen UKA. Wiedersehen!